In diesem Video will ich dir genau zeigen, wie deine optimale Work-Life-Balance als Handwerker, als Geschäftsführer, aber auch irgendwo als Unternehmer dann aussehen sollte und wie du das auch in der Lebensphase deines Unternehmens, je nachdem sich ändert und was du beachten sollst. Viel Spaß dabei! Ja, mein Name ist Alex und ich möchte dir jetzt einmal ganz konkret zeigen, wie funktioniert das Ganze. Jetzt vielleicht auch mal, woher kommt dieses Know-how zu diesem Thema? Gut, wir haben selber eine Agentur mit knapp 50 Leuten. Das heißt, ich bin irgendwo auch in dieser Phase bald auch ein bisschen drüber unterwegs. Punkt 2, wir haben mittlerweile über 1000 Handwerksbetriebe beraten, haben mit sehr vielen sehr eng zusammengearbeitet, Betriebe von, ich sag mal, Einzelkämpfer bis zu mehreren 100 Mitarbeitern, auch Namen, die man kennt in Deutschland. Und dadurch wissen wir, wie dieser Lifecycle funktioniert und was im Endeffekt du beachten musst, bei welchen Stufen und wie deine optimale Work-Life-Balance auf den Stufen auch jeweils aussehen kann. Na, weil bei manchen Stufen gibt es eine Work-Life-Balance, bei anderen gibt es halt keine Work-Life-Balance. Mal ganz offen gesagt. Und das gehen wir jetzt auch mal gemeinsam durch. Die erste Stufe, die du als Unternehmer quasi so hast, ist, entweder du bist Einzelkämpfer, bis zu 4 Leute ungefähr, kann man sagen. Diese Zahlen verschwimmen natürlich immer ein bisschen. Das kann mal plus, minus 1, 2 Leute sein, je nachdem, welche Leute du hast, je nachdem, wie einsatzbereit die sind, je nachdem, in welcher Branche du arbeitest, ist auch klar. Und wenn du natürlich Subunternehmer nutzt, dann kannst du die Sub eigentlich immer mit dazu zählen, als wären es Mitarbeiter bei diesen konkreten Stufen. Wir gucken uns das mal konkret bei 1 bis 4 Leuten an. Hier ist es so, dass wir natürlich die Situation haben, du machst tatsächlich alles noch. Ne? Also es ist selten so, dass bei 4 Leuten du sagst, du bist komplett aus der Montage raus, du bist komplett aus dem Büro raus, sondern du bist dann tatsächlich komplett mit für alles da. Wenn mal jemand krank wird, in Urlaub geht, musst du aushelfen. Das ist komplett normal. Und in dieser Phase hast du eigentlich kaum große Optimierungsmöglichkeiten und kaum eine wirkliche Work-Life-Balance. Hier muss das Ziel sein, tatsächlich möglichst hohe Aufträge zu machen, möglichst hohe Marge zu machen und möglichst schnell aus dieser Phase rauszukommen, jetzt mal gesagt, weil das ist die Phase, die wirklich am anstrengendsten ist als Handwerker. Viele haben Angst davor, da rauszukommen, weil hier haben sie noch alles im Griff. Viele denken, dass man die Kontrolle hier abgeben muss, um in die nächste Phase zu kommen. Aber hier geht es im Endeffekt darum, Leute einstellen. Das ist hier das Hauptthema. Und generell, ich sag mal, Geschäftsmodell beweisen, wobei das bei den meisten jetzt nicht das Riesenthema ist, weil die eh ein relativ überschaubares Geschäftsmodell haben, es ist nicht mega komplexes oder so. So geht es, dass ich Küchen baue, dass ich Terrassendächer baue, dass ich PV-Anlagen mache, das ist ein Geschäftsmodell, das ist bekannt. Da weiß man grundsätzlich, wie das funktioniert. Das ist jetzt nichts, wo man irgendwie das Rad neu erfinden muss. Also hier ist konkret so, du machst alles. Du solltest auf eine relativ hohe Marge achten, sodass schon, dass du möglichst viel Geld raus hast bei den einzelnen Aufträgen, damit du dann Leute einstellen kannst, trotzdem ein bisschen Puffer bildest. Und hier beweist sich dein Geschäftsmodell auch. Also wenn du über diese Phase nicht hinauskommst, dann ist dein Geschäftsmodell einfach nicht geeignet. Oder andersrum, wenn dein Geschäftsmodell nicht geeignet ist, kommst du über die Phase nicht hinaus. Wenn du nicht darüber hinauskommst, kannst du auch andere Gründe haben. Das ist klar. Nächste Phase, 5 bis 8 Leute. So, warum ist diese Phase wichtig? Weil in dieser Phase bist du in einer Größe, wo du selber normalerweise nicht mehr mit auf Montage fahren musst, wenn du das nicht möchtest. Es kann mal den übelsten Sonderfall geben, wo 2 im Urlaub sind, weil es versehentlich genehmigt hast und nochmal einer krank ist, dann musst du wirklich mal mit raus selber. Aber hier soll es schon so sein, dass man von der Aufteilung her ab 5 Leuten schon mal seine 3 Monteure hat, bei 7, 8 Leuten natürlich noch entsprechend mehr und hat dann nicht mehr das Thema, dass man selber mit raus muss. Das heißt, hier sollte der Fokus drauf sein, dass du viel im Büro bist. Du machst weiterhin den Vertrieb natürlich, das ist klar. Und hier ist es so, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, du bereitest dich auf den nächsten Sprung vor, du bereitest dich darauf vor, eben nicht mehr jeden Kunden persönlich zu können. Und an der Stelle geht es darum, dass du hier Systeme schaffst. Das ist hier deine Unternehmeraufgabe. Kann man vielleicht ein bisschen trennen auch, kann ich gerne mal machen, das macht es ein bisschen greifbarer. Aber ich mache es danach nochmal, dass ich nochmal trenne, was sind die Aufgaben jetzt, die du wirklich alltäglich machst und was sind deine Unternehmeraufgaben in der jeweiligen Phase. Auch hier geht es natürlich wieder darum, mehr Leute einzustellen. Ich glaube, so Leute einstellen kann ich mir jetzt hier sparen, das ist hier der Hauptpunkt, damit du überhaupt mal auf die Größe kommst, aber man muss hier weiter Leute einstellen, um da hinzukommen, das ist klar. Und hier Systeme zu schaffen ist ganz, ganz wichtig und hier auch ganz wichtig, dir einen gewissen Puffer aufzubauen. Weil bei 1 bis 4 Leuten hast du immer noch die Möglichkeit, mal schnell, vielleicht wenn mal einen Monat schlechter läuft, vielleicht auch mal privat, wenn du in der Vergangenheit ein paar Sachen richtig gemacht hast, das zu bezahlen. Hier wird es dann schon schwierig. Hier reden wir dann von mittleren 5-stelligen Summen, die da dann tatsächlich im Raum stehen an Fixkosten. Da muss man schon aufpassen. Das kann man nicht mehr so einfach selber tragen und da muss man einfach gucken. Und auf sein Gehalt zu verzichten, bringt dann vielleicht auch nicht so viel den Monat. Also da musst du auch einen gewissen Puffer aufbauen, finanziell. Das ist hier quasi der Plan. Wichtig dieses Systeme, damit du diese nächste Phase hier gut überstehst, weil wir haben häufiger Partner, die haben uns gesagt, ja, wir haben in der Vergangenheit waren wir schon mal 15 Leute oder 20 Leute oder sogar 30 Leute oder 40 Leute und das Ganze ist dann zusammengebrochen, weil ich hatte keine Kontrolle mehr. Und dann wurde hier an der Stelle nicht richtig gearbeitet, dann wurden nur Leute eingestellt, ohne dass Systeme geschaffen wurden. Hier ist es wichtig, erstmal deine grundsätzlichen Aufgaben werden hier weiterhin, du wirst weiterhin im Büro sein natürlich, du wirst dich viel mit dem Thema Personal beschäftigen, teilweise Vertrieb. Das hängt aber auch konkret ab, wo du hier stehst. Also wenn du hier zum Beispiel bei 20 Leuten bist, dann wirst du deutlich weniger Vertrieb machen, weil da hast du einen Vertriebler auch eingestellt. Da hast du dann auch im Büro Leute, dann bist du hauptsächlich mit dem Personalthema beschäftigt. Und auch hier wieder, was hier das Hauptziel ist unternehmerisch, ist eine
Zweite Führungsebene. Bei 8 Leuten kennst du noch jeden persönlich, bei 20 auch noch übrigens, klar. Aber das hat nicht mehr mit jedem jeden Tag zu tun. Hier kannst du noch alles selber managen, selber mit den Leuten halt reden. Hier brauchst du eine zweite Führungsebene. Das sind meist so 2, 3 Personen, die man dann hat. Da hat man einen, der normalerweise bei 20 Leuten für den Vertrieb verantwortlich ist. Man hat dann einen, der fürs Büro verantwortlich ist. Und man hat einen, der für die Montage verantwortlich ist. Du hast vielleicht noch ein Lager dahinter, wenn du jetzt noch irgendwie auch als Zwischenhändler fungierst, dann hast du da vielleicht noch jemanden. Aber ansonsten viel mehr Leute sollten dann auch nicht in der zweiten Führungsebene sein. Aber das ist das Ziel, quasi eine zweite Führungsebene im Endeffekt aufzubauen. Und hier geht es vor allem auch darum, so eine Früherkennung zu machen. Die Früherkennung bedeutet, dass du bemerkst, wenn in einer Abteilung was schiefläuft, das bemerkst, bevor es der Kunde bemerkt im besten Fall und auch bemerkst, bevor es auf dem Konto bemerkbar wird. Das heißt, hier geht es darum, dass du wirklich Systeme schaffst, um noch mehr Sicherheit zu haben, noch mehr zu wissen einfach, was schiefläuft. Ne? Und dann kannst du auch guten Gewissens in diese Stufe hier reingehen, wo es 20 bis 50 Leute sind. Hier ist es tatsächlich so, dass du überwiegend wirklich Unternehmeraufgaben hast. Du beschäftigst dich eigentlich mit nichts mehr groß anderem bei 20 bis 50 Leuten, als wie kann ich das Unternehmen weiterbringen. Es kann sein, dass du trotzdem noch ein bisschen Vertrieb machst. Das stellen wir bei sehr vielen Partnern fest und das ist auch noch gar nicht schlimm. Man muss ja auch beim Kunden irgendwie dranbleiben, das ist klar. Ansonsten beschäftigst du dich viel mit so Einzelfällen. Und damit du dann weiterkommst, ist halt deine Aufgabe, irgendwie diese Einzelfälle halt zu lösen, die zu systematisieren. Das ist irgendwie falsch hier. Systematisieren. So. Na, also hier ist es das Ziel, diese Einzelfälle wirklich zu systematisieren, dafür zu sorgen, dass eben diese Einzelfälle nicht mehr auftreten. Hier ist es wichtig, du hast dann natürlich die zweite Führungsebene ausbauen, also zweite Führungsebene ausbauen. Bedeutet, da kommen neue Abteilungen dazu, wie zum Beispiel Personalabteilung kommt dazu. Da kommen aber auch, ich sag mal, stellvertretende Abteilungsleiter dazu, was du davor noch nicht hast. Und hier ist halt im Grunde deine Aufgabe, dass das alles vernünftig abläuft und dass du hier gute Systeme dahinter schaffst und weiterhin Früherkennung halt betreibst. Und dazu wirst du auch merken, tieferes Controlling betreiben. Weil dann, davor war es halt so, da war, wenn einmal im Monat dieser Fehler passiert, ist nicht mehr so schlimm. Mittlerweile passiert aber bei der Größe, die du hast, 5-mal im Monat oder 10-mal im Monat. Da musst du dann tiefer reingehen und die Zahlen tiefer verstehen. So. Ich habe ja gesagt, ich wollte es nochmal einmal markieren, dass es nochmal klar ist. Das ist im Grunde dein Lifecycle. Und an dieser Phase hast du keinerlei Freizeit. Hier hast du schon so ein bisschen Freizeit. Weil in dem Moment, wo alle da sind, musst du teilweise wirklich nicht mehr jeden Tag da sein und zumindest jeden Tag 12 Stunden arbeiten. In dieser Phase kannst du, wenn du das richtig machst, schon relativ viel Freizeit haben und kannst Work-Life-Balance technisch das Ganze gut gestalten. Und in der Phase kannst du theoretisch machen, was du möchtest. Wenn du es gut aufgebaut hast, hier bei 20 Leuten übrigens auch schon. Ne? Bei 8 Leuten natürlich noch nicht, das ist klar, aber so ab 15 Leuten hast du schon gut Möglichkeiten. Die Voraussetzung ist aber immer, dass das hier gegeben ist, dass wirklich die hohe Marge da ist bei den Aufträgen, dass auch wenn mal was schief läuft, du trotzdem halt gut das weiter, weiter arbeiten kannst und trotzdem Geld verdienst. So, wir gehen jetzt mal kurz durch. Was sind die, das mache ich mal in Rot. Was sind die Themen, die halt wirklich wichtig sind, die du hier machen musst? Hier ist es Leute einstellen, ganz klar. Und dafür zu sorgen, dass eine hohe Marge da ist. Das setzt sich jetzt voraus, dass es auch weiter gegeben ist. Ne? Hier geht es vor allem um Systeme schaffen und Puffer aufbauen. Ne? Hier geht es vor allem um die zweite Führungsebene und die Früherkennung. Und hier geht es vor allem darum, dass du weiterhin systematisierst, ne? Dass du die zweite Führungsebene ausbaust und dass du das tiefere Controlling einführst bei deinem Betrieb. Und wenn du diese Dinge so einhältst in dieser Reihenfolge, dann hast du eigentlich kein großes Problem zu wachsen und dann gibt es eigentlich auch keine Themen. Du wirst zu jedem dieser Dinge, also wie du die jeweiligen Dinge machst, wirst du verschiedene Videos bei uns auf dem Kanal finden, das ist klar. Wenn du sagst, du willst einfach mal ein Analysegespräch machen, mal gucken, wo du gerade stehst, einfach mal mit uns reden, was für Dinge links und rechts vielleicht wir noch sehen bei dir, weil wir sagen, das kannst du auf jeden Fall noch besser machen, da kannst du auf jeden Fall noch was rausholen, melde dich gerne bei uns. Ne? Einfach gerne unter am-beratung.de einmal draufgehen und einfach dich für eine kostenlose Potenzialanalyse eintragen. Das ist, wie gesagt, kostenfrei, unverbindlich und wir erklären dir einfach mal, was man so machen kann, links und rechts, gucken, wo so deine Engpässe sind. Und ja, da hast du dann die Möglichkeit auch relativ schnell den Schritt von einer auf die nächste Stufe zu gehen. Und wir haben Leute wirklich schon vom Einzelkämpfer bis hin zu 50 Leute auch begleitet, ne? Wo wir dann geschaut haben, links und rechts, was läuft da, wie läuft das am effektivsten, wie kann man das am besten gestalten. Von daher wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit. Lass einen Daumen nach oben da, lass ein Abo da, schreib gerne in die Kommentare, wo du gerade bist auf der Stufe, was gerade deine Herausforderung ist. Da mache ich dann nochmal separates Video gerne zu. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.